perfekt. 7 sogar. Das heißt, wir können demnächst mal hier in dieses Dingsbumsbamsens da gehen. So, wo ist jetzt der grüne Kerl? Da oben. Mal gucken, wie man da hinkommt. So, hier in dem Haus? Jemand da? Na, du sollst da hoch. Ach. Ach, Lara. Haben Sie die Höhle geräumt? Die Höhle ist leer. Sie können. Ja, hab ich. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Pistolenvisier. Coolski. Waffenaufsätze sind schusswaffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze werden automatisch auf allen passenden Waffen angebracht. So, okay. Warum wir aber eigentlich hier sind, sind Hirsche. Einen Verbündeten helfen, bringt nützliche Belohnungen ein. Ja, das weiß ich. Aber die sind wirklich nützlich. Also es ist halt nicht wie so in anderen Spielen, wo das heißt, mach die Missionen und du kriegst voll, weiß ich nicht was, und du kriegst halt die letzte Kacke. Warum wissen die, dass ich da bin? Und wieso sind die so schnell weg? Okay. Kommt bestimmt noch mal zurück. Fuck. Ist das die Musik, die auch die Hirsche kriegen, wenn die kommen? Tut mir doch so leid, ich will dir doch nicht wehtun. Jetzt, ich bin kein Hirsch, ich bin ein Reh. Zwei von vier, okay. So, wir brauchen noch einen. So rudimentäre Tierformen kann ich auseinanderhalten. Bin ich auch ganz stolz drauf. Geh mal gerade auf der, ach nee, auf der Karte gucken. Weil hier ist jetzt so, hier ist ja ein Hirsch. Wir sind eigentlich, wo das Basislager ist. Aber eigentlich sind wir ganz gut da, wo wir hin sollen. Aber ich weiß halt nicht, wie lange das Vieh braucht, um zu respawnen. Also latschen wir jetzt einfach mal zurück ans... Ich beeil mich mal. Gehst du bitte? Danke. Können wir eigentlich... Du hast allen voran den Stern des Fortschritts entzündet. Es rühmt die Kosmonauten. Cool. Hatte ich offenbar noch nicht. Ah, okay. Das ist also nur ein schnellerer Weg. So, dann rutschen wir mal zurück, weil hier rennt auch irgendwo noch ein Hirsch rum, ne? Dass wir hier am Anfang immer einen rumrennen hatten. Nö. Ja, vielleicht muss man von der anderen Richtung kommen. Vielleicht muss da ja irgendwie getriggert werden oder so. Halt. Haha. Tada.
Auftrag geben. Der hat ja öfter mal was für uns. Laura, ich brauche Ihre Tante, wenn Sie kurz Zeit haben. Wo ist das Problem? Warum? Was? Ich immer. Mit einem Bericht über die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört Ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns. Ich kann auch so schlecht Nein sagen. Das wüsste ich zu schätzen. Okay, also ich muss einen Vogel finden. Naja. Da wir eh Hirsche suchen, können wir auch gleichzeitig einen Vogel suchen. Und warte kurz. Auch wieder ein Kaninchen. Oh, die sind voll zutraulich, ne? Nicht so wie die blöden Hirsche. Ey, die verschwinden einfach. Ach, da oben ist der Scheißvogel ja schon. Wie komme ich denn da ran? Muss ich den runterschießen? Hätte ich den umbringen müssen? Ich glaube, ich muss den umbringen, ne? Ich hab nur Schiss, wenn ich den töte, dass es dann voll falsch ist. Da oben, okay. Nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So. Wo war denn das jetzt? Wo war denn das Drecksvieh da? Ne? Ach, jetzt ein Sniper. Okay. Komm zurück, Hirschi, Hirschi, Hirschi. Komm, Hirschi, Hirschi, Hirschi. Es tut mir leid. Er ist ja schon verletzt. Okay, wir haben alles. So, jetzt will ich aber noch den merkwürdigen Vogel finden. Von hier. So. Ich hab ihn. Ich hätte ihn echt direkt schon abschießen können. Ich habe mich nicht getraut. Also ich muss ja schon sagen, liebe Kinderlein, dieses Spiel verleitet zu Mord und Totschlag. Das ist nicht gut. Das muss ab 18 gemacht werden. Ich werde jetzt, wenn ich fertig bin, dieses Spiel zu spielen, sofort nach draußen gehen und alles umbringen, was sich bewegt. Auf die Menschheit. So. Weiter geht's. Du darfst leben, Hirsch. Du hast Glück gehabt. So, und hier ist nämlich auch das Basislager. Das passt perfekt. Und dann können wir nämlich direkt wieder zurück. Hui! Ich schätze mal, wir werden noch öfter hierher kommen müssen. Hi! Ja, ich habe ihn umgebracht. War das richtig? Genau das, was wir brauchen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden ihnen was, Lava. Wir alle. Okay. Ich habe eine Schrotflinten-Zylinder-Choke gefunden. Sehr schön. Ich habe nur immer noch keine Schrotflinte.
Vielleicht wäre es dann irgendwie, vielleicht habe ich da auch wieder eine Mission verpasst oder sowas. Keine Ahnung, weil ich kriege auch immer Munition für eine Schrotflinte, die ich nicht habe. Das ist immer sehr merkwürdig. So. Hier für die. So, was haben wir? Munitionskapazität. Das ist immer was Gutes. So. Okay. Und einen Fähigkeitspunkt haben wir auch. Feuern Sie gleichzeitig bis zu 3 Pfeile auf separat anvisierte Ziele ab. Während Sie mit vollständig gespannten Bogen... Zeige erscheint über den Kopf eines Pfeils. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht so schnell. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie sammeln. Künstliche. Gewehrexekution. Nehmen wir mal das. Falls wir noch mehr Hirsche suchen, haben wir da ein bisschen einen Vorteil, die zu finden. So, und dann geht es wieder hierhin zurück. Sehr schön. Wir kommen voran. Langsam, aber beständig, wie das Wirtschaftswachstum sein sollte. Kriegen wir alles hin. Feini, feini. So, Ladebildschirm. Ich nutze die Chance nochmal für ein paar Chips. Schmeiß ich so runter. Vielleicht holt ihr euch auch welche. Kann man gebrauchen. Hat schon so lange keine Chips mehr. Das ist der Wahnsinn. Okay. So. Dann geben wir denen mal ihre Sachen, die sie brauchen, für den Turm zu verstärken. Das da oben. Das kriege ich aber nicht kaputt. Muss ich das mit dem Pfeil treffen? Tatsache. 8 Stück. Okay. Mal so nebenbei ein bisschen die Augen offen halten. Es muss noch mehr geben. Schickt jemand. Ich hab. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst das improvisieren. Ein Krieg. Ich hab. Wir müssen uns vorbereiten. Hallo? Du bist jetzt nicht happy mit mir? Warum kann ich jetzt nicht mehr mit dem reden? Gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssen Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Jetzt nur noch Sonderwünsche, ey. Okay, zum zweiten Turm. Wo ist denn der zweite Turm? Wahrscheinlich irgendwo hier unten. Weiß es halt auch leider nicht. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Sie wollte sie umbringen. Dass unfreundlich. Sie meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Hat er gesagt, am Fluss, ne? Am Fluss sind wir. Wo ist hier ein Turm? Ich sehe keine Türme. Einen verkrüppelten Kram. Ist das da ein Turm? Soll das ein Turm sein? Bist du ein Turm? Ist aber keine Sau. Hallo. Soll ich euch Sachen bringen? Aber hier ist niemand. Kinder, ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß.
Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Das beigebracht? Ach, hier sind auch Hirsche. Hätte ich auch hier bleiben können. Naja. Habe ich befürchtet. Aber ist nicht so schlimm. Ist das ein Monolith? Nein. Bin immer noch auf der Suche nach diesem blöden Turm. Vorher möchte ich eigentlich ungern was anderes machen. Aber das, da das vielleicht? Boah, das ist riesig hier. Was? Was? Aber auch nicht der Turm, den ich suche, ne? Muss ich das abschneiden? Schneiden sie alle Kaninchen los? Aber die sind doch tot. Was bringt das dann? Kann ich die aufheben und mitnehmen? Das wäre vielleicht sonst... Gedacht, ich könnte die vielleicht dann essen oder so. Also ich finde hier keinen Turm. Hier sind jede Menge Baumhäuser, aber hier sind keine Türme. Bist du ein Turm? Gott, jetzt. Ich hätte vorher meckern sollen. So. So, kehren Sie zum Wachturm zurück und den Weg hoch wiederfinden. Ach, dieses Spiel verlangt so unglaublich viel von mir ab. Gehen wir erstmal hier Hallo sagen. Die scheint gerade am Kochen zu sein. Optionale Mission verfügbar. Okay. Ich sehe hier aber auch keinen Verbündeten. Ach, da steht einer. Sie da. Vielleicht können Sie uns bei diesen Maschinen helfen. Was kann ich tun? Was willst du denn? Die Eindringlinge haben etwas Neues, mit dem sie uns bedrohen. Kleine unbemannte Helikopter. Drohnen, wie man mir sagt. Die Dinger greifen nicht an, haben aber offenbar eine eingebaute Kamera. Sie kartografieren das Tal und wir verlieren unseren Vorteil. Ich habe schon ein paar runtergeholt, aber mit diesen Waffen werden sie bestimmt mehr Erfolg haben. Helfen Sie uns? Ich wette, ich kann ein paar davon runterholen. Je mehr, desto besser. Kommen Sie wieder, wenn die Dinger erledigt sind. Na, noch so ein bisschen. Okay, Pfeil macht da nicht viel aus. Muss man die denn treffen, die Scheißdinger? Haben Sie vor, noch mehr von den Dingern abzuschießen? Ich arbeite noch daran. Aber ja. Ich habe vor, erst mal eins abzuschießen. Okay. So, hier liegt noch was. Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Okay.
einfach. Das heißt, wir können uns einfach ganz normal auf den Weg zurück machen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und wenn diese Hubschrauber kommen, schießen wir sie halt gerade passend ab. Und ich höre auch, glaube ich, einen, ne? Da oben. Muss aber noch einer näher an mir dran sein. Das ist der da. Ganz da oben, oh je. Einiges an Schuss, also das ist jetzt nicht mal gerade so erledigt. Okay. Was machst du da? Okay, aber wir müssen auch wieder hoch. Hi, Hirsch! So. Wo war denn das jetzt nochmal? Wir sind relativ weit nach unten gerutscht, da oben. Kommen wir da auch wieder hoch? Da kommen wir auch wieder hoch. Was war das? Hä? Ah. Aber gut. Nehmen wir. Wir machen das. So, und vielleicht sehen wir von hier aus auch eher diese Drohnen, wenn wir so ein bisschen auf einem erhöhten Dingsabumster sind. Ich habe die Vorräte beim Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er. Dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Okay. Neue Ausrüstung erhalten. Kampf erprobt. Was kann das? Ah, da ist noch so ein Ding. Das kann man gleich von unten abschießen. Hi. So, Drohnen hätte ich gerne. Ich hoffe, Sie können mit dem Bogen umgehen. Klar. Warum ist hier das Ding? Können wir ja irgendwo eine Abkürzung bauen? Da. Was ist denn? Worauf schießen Sie? Quasselt der mich die ganze... Jetzt gehen wir mal hier rüber. Der muss auch denken, die hat sie nicht mehr alle. Zerstören Sie die Metallbarrieren mit Hilfe von Sprengladungen. Naja, ich habe ja keine Sprengladungen. Das ist ja der eine Ausrüstungsteil, der mir noch fehlt, ne? Ist halt scheiße. Okay, ah, hier ist noch eine Kiste. Halten. Okay. 2 von 4 für das Gewehr. Okay. Gut. Warum kriege ich das Huhn? Ach ja, ich kriege ja jetzt Tiere angezeigt. Stimmt. Ich muss einen anderen Winkel nehmen. Der Winkel ist dumm. Ich muss ins Rote treffen, ne? Sonst fällt er nicht runter. Hä? Pfeile wieder? Natürlich nicht.
So, wie geht's jetzt am besten weiter? Wir haben hier ein optionales Herausforderungsgrab. Wir haben verschiedene Aufträge, die wir machen können. Uns fehlen noch Drohnen. Ansonsten müssen wir halt mal schauen, wie wir weitermachen. So, was ist das? Gucken wir uns einfach mal um ein bisschen. Oh, wir kriechen sogar ganz auf dem Boden. Was haben wir denn da in... Heilen, 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 heilen. Warum heilt die sich nicht? Oh, fuck. Okay. Na komm zurück. Ist aber noch einer. Das ist ganz schön schwer. Also nicht easy, die irgendwie umzubringen, die Viecher. Sieht aber auch wieder so nach so einem Hexenhäuschen aus. Vielleicht ist das das Herausforderungsgrab. Wäre möglich. Gerade sind. An irgendeinem Ort, wo wir nicht sein sollen. Optionales Herausforderungsgrab. Ha! Sehr schön, dann wollen wir mal duschen. Ah, geht nicht. So. Wo sind wir? Denn mit den Drohnen. Ha, Geld. Da unten muss irgendetwas sein. Ja, dann gehen wir da mal hin. Und gehen da hin. Jetzt sitzt da einer, ist am Kochen. Wir stören den armen Kerl voll. Haben seine Hunde draußen umgebracht. Erstaunlich. Okay. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Vogelnest lassen wir mal, wo es ist. Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr schön. Also es gefällt mir wirklich. Das finde ich schon echt großartig. Neues Basislager entdeckt, Krankenstation. Okay. Wir gehen einfach mal hin. Fürs Speichern. So, und wir haben ein Waffen-Upgrade. Für den Bogen. Okay, für hier diese. Okay. Dann können wir das. Wir machen halt einfach alles, was wir kriegen können. Da fehlt uns noch was. So, ich war aber eigentlich mit dem... Mal gerade schauen. Ist das gleiche? Ich war mit dem Compound-Bogen eigentlich...
So. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Großartig. Jetzt dürfen wir uns erstmal mit kochendem Wasser abgießen, weil wir hier in der Leprakolonie am Rumstiefeln sind. Das ist sehr erfreulich. So. So, normalerweise. So. Wir legen hier eine Pause ein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit mehr Rise of the Tomb Raider und dann gehen wir in das optionale Herausforderungsgrab rein und hoffen,